Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute Seventh Blade of Darkness. Und zwar mittlerweile Level 19. Wir haben die Schmiede von Xatra hinter uns gebracht und der Tempel der Iana wartet auf uns. Ja, wir werden sehen, was das bringt. Wir sehen hier schon ein Schwert. Ich weiß nicht, ob das sonst auch immer so da reingestochen war. Aber lasst uns mal sehen, was auf uns wartet. Nach langer Reise über Berge und durch Steppen, Dschungel und Wüsten, erreichst du das verborgene Tal, durch das der große Strom fließt. Nahe dem Ufer steht ein Tempel. Nur die Auserwählten finden ihn. Als Iana die Götter von der Erde verbannte, machte sie diesen Tempel durch einen Zauber unsichtbar, damit kein Unwürdiger ihn finden und entweihen könnte. Iana ist die Hauptsache. Leider befindet sie durch die Schwelle. Der Tempel der Iana. Hier werden wir hoffentlich das Schwert kriegen. Blade of Darkness. Wir haben alle vier Schlüssel, die wir hier wahrscheinlich brauchen werden. Und wir haben die sechs Runen, mit denen wir die Magie aktivieren können. Wir sind Level 19, haben 5800 Lebenspunkte und schauen einfach mal, wie es weitergeht. Ach ja, und wir haben mittlerweile eine sehr komplette schwere Rüstung. Also, auf geht's. Viel Spaß beim Zuschauen. So, und damit wir uns das gleiche alles angucken. Also, wir sind von da hinten gekommen. Genau, das ist ein göttlicher Tempel. Und das sieht hier alles so ein bisschen... Also, es sieht nicht aus wie Wasser, sondern eher wie Blut. Oder ist es vielleicht doch eher Erdbeersoße? Ich weiß es nicht. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Sieht alles sehr kahl aus. Ja, ich muss sagen, es ruckelt ein bisschen nicht. Muss hier noch Einstellungen vornehmen. Alles, was so ein bisschen Ressourcen klaut, mal kurz wegschmeißen. Haben wir es ein bisschen hier gesäubert. So, was sehen wir denn hier? Ein Bild, das schon etwas ab... ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Von irgendeinem komischer Kreatur. Sieht weiblich aus. Und das sieht hier auch irgendwie so ein bisschen... südostasisch aus. Na, mal gucken. Ach so, habe ich überhaupt schon getestet, wie die Schläge gehen. Der Schlag geht immer noch. Das ist gut. Das ist der, den wir brauchen. So, wir warten weiterhin durchs Blut. Oh, da sind wir aber in den reingesprungen. Das war ja blöd. Aber das kennt er ja von mir. Da sind wir gut durchgekommen. Ersten Gegner besiegt. Sieht sauber aus. Hier geht's weiter. Jetzt ist die Frage, werden wir hier mehr auf Feind stoßen oder auf andere, auf Gegner? Oh, damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Okay, hier geht's runter. Da kommen wir nicht durch, da sind wir zu dick mit der Rüstung. Schlagen erstmal überall gegen. Hier ist dicht. Hier geht's noch lang. Ein Lebenstrank. Wunderbar. So, und hier sind wir hergekommen. Springen wir hier runter, huh? Wenn es da oben nicht weitergeht, habe ich das richtig gesehen? Nicht, dass ich hier was übersehen habe. Ich habe was gesehen. Ich habe einen Schalter gesehen. Nein, hier kommen wir nicht durch. Jetzt bin ich zu weit unten gelandet. Ja, nehmen wir die Giftpfeile. Ich meine, was soll's. Da geht's auch runter. Oh, noch ein schönes Relief. Da können wir uns nicht hochziehen. Da kommen wir auch nicht durch. Ah, wir gehen einfach mal weiter. Hier geht's ja lang. Da sind wir zu klein für. Aber hier lauern ja überall anscheinend kleine Scheiter. Oder Sachen, wo man mal gegenschlagen kann. Probieren wir mal ein bisschen aus. Ach, das sieht doch auch aus, als könnte man das jetzt zerschlagen, oder? Nee. Aber als würde es hochgehen. Definitiv muss hier ein Schalter sein. Dann gucken wir uns mal genauer um.
Das wäre hier. Oh, guck mal, hier geht's ja weiter. Na toll. Ich möchte dir den Menschen. Bitte öffne die Tür. Wir müssen die vier Schlüssel irgendwo hinbringen. Dann sollte das was werden. So, öffne mir die Tür, heißt, da ist eine Tür aufgegangen. Da nicht, aber hier. Halla. Ah. Todeskopf, ja, Totenkopf. Nein. Was war das? Ich habe mich selbst getroffen. Ich weiß gerade nicht, was los ist. Ich hänge hier irgendwo. Ich bin gefangen. Jetzt, okay. Also man kann ihn abschießen. Und das ist schon der nächste Schlüssel. Okay. Nice. Ich bringe dir den makellosen Aquamarin. Bitte lass mich hinein. Sehr schön. Ich rechne jetzt auch nicht wirklich mit Gegnern gerade. Sage ich doch, die Türen gehen da auf. Ich rechne nicht wirklich mit Gegnern, da dieser Tempel ja nur von denen gefunden werden soll, kann, die würdig sind. Deswegen rechne ich eigentlich nur mit Fallen. Auch schon wieder nach Türen auf, die sich öffnen können. Nach Türen aus, die sich öffnen können. Ich versuche mal ein bisschen deutlicher zu sprechen. Oh, hier haben wir wieder große Sandgemälde. Zwei Schalter, eine Brücke. Lass mich raten, was passiert. Ich speichere ab. Der 111. Spielstand. Und wir rennen, um dahin zu kommen, wo die Brücke hinkommt, vielleicht. An das Level kann ich mich sogar noch ein bisschen erinnern, muss ich ehrlich zugeben. Oh, da kommt die Brücke. Perfekt. Das war bisher alles zu einfach. Sprach ich. Hätte ich's mal nicht gesagt. Das sind auch nicht wenige. So, das heißt, ich muss jetzt noch den Rest irgendwie, den letzten Stein finden. Und ich speichere erstmal ab. Ich habe zwar gerade erst gespeichert, aber bevor ich da jetzt nochmal hin muss, da ist er. Nummer 1. Oh, und die Musik gibt auch schon wieder einen ganz schönen Pace vor. Hier drüben, Mann. Da hat man gerade wieder Probleme mit unserer Combo. Und wir sind noch weit von Level 20 entfernt. Gerade erst frisch Level 19 geworden. Drei Stück. Dann müssen wir mal trinken. Kann sich ja auch überall so ein Schurke verstecken, theoretisch. Aber wir haben auch viel Platz zum Kämpfen. Das gefällt mir auch ganz gut. Dann gehen wir erstmal da drüben lang. Schauen wir mal, ob sich hier irgendjemand verbirgt. Nein. Oh, ich bin gestorben. Habe ich gar nicht mitgekriegt.
dass ich schon so weit unten war mit der Lebensenergie. Da muss ich wohl besser aufpassen. Das ist sehr irritierend. Bleib halt stehen, ohne Kopf. Also dieses nachträgliche noch Gliedmaßen abschneiden, das ist auch Baxi. Und wir trinken wieder um die Wette, was wir können. Oh, das ist ein Gliedmaß. Das wollten wir nicht. Der Dicke hat hier noch einen Trank. Und gleich trinken, damit wir den nächsten auch aufnehmen können. So, jetzt speichern wir mal. Na, wir gehen auch zum nächsten Gegner. Wir wollen uns ja nicht lumpen lassen. Und die ganze Zeit zum nächsten Gegner laufen. Oh, auch noch Bogenschützen. Na, ob das eine gute Idee war, zum nächsten Gegner zu gehen. Dann speichern wir hier oben. Das war aber sehr schlecht getroffen. So, und was hattest du für einen Trank dabei? Gar keinen? Schwach von dir. Hier an der Seite kommen wir hoch. Aber wir waren noch nicht hier unten. Ah, hier 500er Lebenstrank. Perfekt. Wenn hier Fackeln sind, muss das doch theoretisch sowas gut sein. Steht da unten vielleicht ein Feuer? Ein Öl? Das wäre lustig. Da ist nämlich ein Dicker. Nein. So, wir nehmen einen Lebenstrank. Jetzt speichern wir doch nochmal. Weil gegen den Dicken könnten wir verlieren. Das sah mal wirklich gut aus. Das sah wirklich kompetent aus, muss ich sagen. Kompetent. Hätte ich gar nicht von mir erwartet. Verlustfrei. Jetzt überlege ich, ob ich hier hinten hochkomme. An diesen Dingern vorbei. Aber nee, ich muss die Säule hoch. Gut, ich scheitere an der Säule. Weil irgendwo, wenn man ja irgendwas gut macht, dann muss ja irgendwas auch wieder dabei drauf gehen. Wir nehmen es mit, auch wenn wir nur noch auf normal sind. Joa, jetzt treffen wir ihn schon wieder nicht. Aber mit dem Rückschlag. Mit dem Rückhandschlag haben wir ihn getroffen. So, jetzt ist die Frage, wo ist der letzte? Hier müssen wir bestimmt wieder rausrennen. Hier sind wir hergekommen. Oh, es ist zu. Okay. Hier sind wir ursprünglich mal hergekommen. Hier hat man einen Heiltrank gefunden. Der ist natürlich jetzt nicht mehr da. Den haben wir ja schon. Und ich werde auch gleich einen trinken müssen. Nein, wir nehmen alles speichern mit, was wir kriegen können. Na, ein Glück mit dem Rundumschlag. Ganzer Lebenstrank, das ist das, was wir jetzt haben wollen. Und jetzt kann man auch wieder ein bisschen beruhigter hier arbeiten. Bogenschütze ist außer Sicht. Das ist zu hoch für uns. Einen Schlüssel brauchen wir noch. Hier bin ich doch überall schon mal lang gerannt heute. Da ist auch noch einer. Das ist jetzt ein bisschen übler hier. So, wo du hergekommen bist, dass da vielleicht ein bisschen
schönerer Kampfplatz hier. Das sieht doch besser aus. Komm her. Hier kämpfe ich gerne mit dir. So, die AI möchte nicht. Können wir unseren Schlag hier ausprobieren. Das war relativ einfach, wenn man die KI dazu bewegen kann, sich nicht zu bewegen. Und um die brauche ich mich gar nicht kümmern, denn da komme ich sowieso nicht ran. Dann machen wir jetzt hier weiter. Und wir speichern auch gleich wieder ab. Das sieht hier auch so aus, als müssten wir hier noch durch. So, da sind Auslöser auf dem Boden. Okay, wir speichern ab. Wir haben irgendwas ausgelöst. Oh, hinter uns ist zu, okay. War das jetzt Zufall? War das gewollt? Da geht es die Tür auf. Da ist ein Kristall oben. Ich habe irgendwas zerstört. Da ist auch ein Kristall. Ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt geröstet werde, aber ich wurde nicht geröstet. Ich bringe dir den Obsidian, verleihe mir die Kraft, das heilige Schwert zu führen. Und wenn ich den Obsidian bringe, bringst du mir vielleicht noch einen Lebenstrank? Das wäre zu gütig. So, alles erledigt. Wie geht's weiter? Da unten ist die Tür offen. Wie erwartet. Und sag nicht, jetzt sind schon wieder irgendwelche Viecher da. Das sieht aber nicht so gut hier aus. Da drüben sieht es auch so aus, als könnte man da rüber und raus. Aber erstmal schauen wir. Niemand baut völlig umsonst irgendwo einen Vorsprung hin. Oder doch? Ich muss erstmal in den Raum darunter. Oder ist es Säure? Ah, nee, man kommt gar nicht anders in den Raum rein, als über die Rampe springen. Skeletors. Bei der Macht von Grayskull. Oh, hier sind stärker. Und ich habe keinen anvisiert. Was ist denn da los? Hör auf, dich zu wehren! Ich hasse Skelette, ich hasse Skelette. Das sieht hier auch aus, als würden hier überall noch welche rauskommen. Gucken wir hier nochmal, ob wir jetzt hier durchschlagen können. Nö. Ein Elefant. Drei Elefanten. So, hier einen ganzen Lebensrang. Vielen Dank. Kein Skull ist auch hier. Na, kommst du her? Nee, warum? Dich müssen wir 1:1 fertig machen. 1 gegen 1 natürlich, nicht 1:1. Und speichern wir mal wieder. Kalle ist da oben und ich erwarte hier eigentlich irgendwelche Skelette auftauchen, wie immer, aus dem Wasser. Auslöser, 2 Stück. Frage ist, warum der ganze Aufriss? Und du hast meinen Zaubertrank, Heiltrank. Klappt ja schon wieder gut. Ich habe zu viele tausende Lebenstränke. Na, dann nehmen wir doch gleich mal einen. So, da sind wir hergekommen. Wir sind jetzt hier oben auf der Galerie.
Warum der Weg da unten durchs Wasser? Ich weiß es nicht. Oh, du hast gewartet. So, das war mein Kill. Und gucken wir mal, ob wir hier genügend Platz haben, um gegen den anzutreten. Das ist schon gefährlich hier. Hoppala. Ich hoffe, das nimmt uns nicht... Oh ne, gut. Das hatte ich schon erwartet, dass das Wasser dafür da ist, dass wir uns nicht verletzen. Wir haben aber auch einen üblen Schnitt auf dem Rücken. Fällt mir jetzt so auf. So, da ist er. Oh, ist er schon wieder regeneriert. Der ist jetzt unten. Und du hattest noch einen Lebenstrank. 1000. Nehmen wir. So, ein scharfes Schwert. Scharfes Schwert, Level 18 könnte man benutzen. Und der Schlag sieht gar nicht so schwierig aus. Wäre das der Ersatz? Ach, das Feuerschwert ist echt blöd gewesen. What the heck? Okay. Wir haben einen dicken, langsamen Gegner, um das auszuprobieren. Ah, der letzte Schlag. Den kriegt er nicht. Und er verbraucht auch eine Menge Energie. Okay. Ja, wir probieren ihn weiter aus. Der ist so schön einfach. Schade, dass der letzte Schlag da nicht trifft, obwohl er eigentlich treffen müsste, aber ist vielleicht für mehrere Gegner. Das ist jetzt auch erstmal schön einfach und ich glaube, der richtet auch eine Menge Wumms an, dass wir jetzt damit einfach mal weitergehen. Auch noch ein scharfes Schwert, okay. So, wenn wir den Raum hinter uns haben, dann können wir mal wieder abspeichern, falls wir nicht vorher irgendwo runterfliegen. Danke, dass ihr die Fackeln angezündet habt für mich. So, ein bisschen Sorge habe ich jetzt ja schon wieder. Galator. Aber nur einer, okay. Ja, wir speichern trotzdem mal ab. Das wird nicht der letzte Gegner sein. Damit treffen wir keinen. Okay. Das sieht durchaus kompetent aus, was ich hier mache. Das freut mich. Und oh, dicker Gegner oder was soll das sein? Jo, ein dicker Golem. Na, gucken wir mal, was wir mit unserem kleinen Schwertchen hier machen können. Der war nice. Allerdings müssen wir uns ein bisschen regenerieren hier. Okay. Also, endlich auch jemand mal mit beiden Schlägen getroffen. Das ist doch auch nett. Das freut mich. Da geht's raus. Und was finden wir hier noch in der Ecke? Fiese kleine Gegner? Nein. Ist das ein Rückzugsort für mich gleich? Falls die Gegner zu krass werden? Der wieder. Wir speichern das Spiel. Diesmal werde ich ihm nicht nur 200 Punkte abziehen müssen, sondern wahrscheinlich ein bisschen mehr. Okay, also so schlimm ist der Gegner echt nicht. Ich weiß noch, wie ich im ersten Level da gezittert habe bei dem. Erkunden wir mal kurz hier in die Gegend. Da hätten wir auch irgendwo rauf. Ach nee, dann hätte der wieder böse seinen Blitzzauber gemacht, die uns auf jeden Fall getroffen hätten irgendwie. So, einen Heiltrank haben wir. Und da oben gibt es noch hier irgendwas zum Hochgehen. Mal kurz hier lang. Lara Croft Style.
Da ist noch ein Lebenstrank. Dann haben wir alle gefunden. Vielen Dank dafür. So, ich tue nichts mehr. Das ist eklig. Mein Auserwählter, mein Liebster, du hast Mut bewiesen und die Zeichen erkannt. Der Feind erwartet dich im hohen Turm der Zauberei. Blicke durch die Dunkelheit. Cool. Das war ein guter Level. Also gegen den letzten auf jeden Fall. Die Schmiede war ja die Katastrophe. Aber dieser Level hat richtig Spaß gemacht. Erst schön rätseln und dann kämpfen danach. Fand ich richtig gut. Hat Spaß gemacht. War ein bisschen eckig alles. Nicht so liebevoll gestaltet. Ging heute alles ein bisschen schneller. Finde ich gut. Kann auch mal nur ein bisschen mehr als eine Stunde dauern. Komme ich früher ins Bett. Ist auch toll. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.